In Venedig ist die 60. Biennale offiziell eröffnet worden. Sie gilt als eine der wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Fremdheit, Migration und Exil. Hunderte Kunstschaffende sind gekommen. Mehr als 80 Länder haben eigene Pavillons. Australien wurde für seinen mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Die wichtigen Auszeichnungen werden traditionell zum Auftakt der Schau vergeben. Fremd seinem eigenen Land. Damit beschäftigen sich viele indigene Künstler auf der diesjährigen Biennale und bekommen dafür eine große Bühne. Foreigners Everywhere. Unter diesem Motto steht die Kunstausstellung. Den wichtigsten Preis der renommierten Ausstellung verleiht die Jury einem Künstlerkollektiv von Maori-Frauen aus Neuseeland. Ihr Werk steht für eine tiefe Verbundenheit der indigenen Frauen miteinander. Indigene Frauen können viel Platz auf dieser Biennale einnehmen und wir hoffen, dass es in der Zukunft noch mehr sein wird. Für den besten Länderpavillon wird Australien mit einem goldenen Löwen ausgezeichnet. Der Pavillon ist der Geschichte der Aborigines gewidmet. Migration, Grenzen und Zugehörigkeiten, das beschäftigt auch die Künstler des deutschen Pavillons. Der Berliner Theaterregisseur Ersan Montag erinnert an die Gastarbeitergeschichte seines türkischen Großvaters. Er versperrt den Haupteingang des Pavillons mit Erde aus Anatolien. Die Besucher müssen den Seiteneingang nehmen, sollen nachempfinden, wie es ist, am Rand der Gesellschaft zu stehen. Die Schwelle zu machen und in dieses Gebäude erschweren, auch einfach um auch die deutsche Geschichte mit diesem Teil dieser Geschichte zu konfrontieren, was irgendwie gewissermaßen noch gar nicht aufgearbeitet ist. An der deutschen Ausstellung sind mehrere Künstler beteiligt. Im Pavillon präsentiert die in Deutschland lebende israelische Künstlerin Yael Bartana eine monumentale Science-Fiction-Arbeit. Sie handelt von Katastrophen und Apokalypsen. Weiterleben ist für sie nur in einer anderen Welt möglich. Eine Botschaft, die für die Künstlerin aber durchaus mit Hoffnung verbunden ist. Und meine Kollegin Anja Miller ist für uns an diesem besonderen Schallplatz inmitten der Kunstinteressierten in Venedig. Die Preise wurden also schon vergeben. Wie war denn die Eröffnung? Ja, es sind wirklich sehr, sehr viele Leute hier gewesen heute Morgen. Jetzt hat es selbst in Venedig geregnet. Da sind es jetzt etwas weniger gekommen. Vor 2 Jahren waren es 800.000 Menschen, die tatsächlich diese Kunstbiennale besucht haben. Also die Veranstalter rechnen auch in diesen Tagen bis November. Läuft sie ja mit einem enormen Andrang und seit Mittwoch ist sie auch schon für ein Fachpublikum geöffnet. Da gab es schon lange Schlangen an allen Pavillons und ein Riesengedränge hier auf dem Arsenal vor Venedig. Und kann man da auch schon von konkreten Zahlen sprechen? Wie viele sind da? Wie viele werden erwartet? Ja, die offiziellen Zahlen gibt es noch nicht, sondern eben diese Vergleichszahlen tatsächlich. 800.000 waren es vor 2 Jahren. Und das ist natürlich eine Zahl, die die Veranstalter auch gerne wieder erreichen möchten. Es ist eine sehr, sehr gefragte Ausstellung. Es ist ja eine der prestigeträchtigsten Kunstausstellungen der Welt. Da kommen viele Menschen hin und zwar eben nicht nur ein Fachpublikum, sondern für viele ist es auch einfach ein Anlass, nach Venedig zu kommen. Hier geht ja auch viel um Sehen und gesehen werden. Hier laufen auch sehr viele schrille Figuren rum, die das auch nutzen hier, wirklich dieses, dass sich die Welt in diesen Tagen hier trifft in Venedig. Und wie politisch ist die Biennale dieses Jahr? Ja, die Biennale ist eigentlich immer politisch. In diesem Jahr ist sie es aber wirklich ganz besonders. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren stand das Thema Russland und Ukraine hier in einem ganz großen Fokus. Das ist dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen verdrängt worden von dem Krieg in Gaza. Die Russen haben ihren Pavillon nicht eröffnet, sondern an Bolivien weitergegeben. Viele sehen das auch als ein Signal für eine beabsichtigte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber der Elefant im Raum hier ist tatsächlich der Gaza-Krieg. Und egal mit welchen Künstlern man redet, sie versuchen da doch irgendwo immer einen Bogen drum zu machen. Die israelische Künstlerin hat ja von sich aus dann gesagt, sie öffnet den israelischen Pavillon überhaupt nicht. Sie lässt ihn so lange zu, bis Verhandlungen über einen Waffenstillstand angefangen haben und die Geiseln der Hamas freigelassen wurden. Nur dann würde sie diesen Pavillon überhaupt öffnen. Viele Künstler zollen ihr dafür hier großen Respekt, weil sie sich damit ja auch mit diesem Protest, den sie damit eigentlich an der Regierung Netanyahu verbindet, ja auch ganz schön
auf unsicheres Terrain für sich begibt. Dieser israelische Pavillon wird ja von der israelischen Regierung zu einem Großteil finanziert. Also die israelische Künstlerin hat hier nach Ansicht vieler einen mutigen Schritt gewagt. Andererseits gab es auch pro-palästinensische Proteste, einige auch vor dem deutschen Pavillon und dem amerikanischen Pavillon. Diesen Leuten ging es darum, klarzumachen, dass sie gegen eine Unterstützung Israels sind. Also es spielt immer wieder hier eine Rolle, wird aber doch möglichst versucht zu vermeiden. Also man versucht das Thema zu vermeiden hier und doch stärker auf die Kunst zu fokussieren. Ja, alles politisch, aber dennoch geht es um Kunst. Was sind da die Highlights, Ihre oder die der Zuschauerinnen und Zuschauer und der Besucher vor Ort? Ja, heute Morgen die Preisverleihung, wo so sehr im Zentrum die indigenen Künstler waren, das war schon sehr bewegend. Da flossen auch Freudentränen bei den Gewinnerinnen der beiden Goldenen Löwen. Das waren schon sehr bewegende Momente und überhaupt ist es wirklich auch eine sehr bunte Biennale. Der brasilianische Kurator stellt ja auch einmal das Thema indigene Künstler in den Vordergrund, aber dann auch den globalen Süden. Es sind sehr viele afrikanische Länder neu dabei. Da ist sehr viel Buntes, Lebendiges zu sehen. Hier hinter mir ist der amerikanische Pavillon. Der wird auch erstmals in diesem Jahr von indigenen Künstlern gestaltet. Und auch den deutschen Pavillon fand ich tatsächlich sehr beachtlich. Es ist ja immer das Problem für die deutschen Künstler hier in Venedig auf der Biennale. Wie geht man um mit diesem Bauwerk, das von den Nationalsozialisten 1938 so umgestaltet wurde? Jetzt hat eben der Berliner Theaterregisseur Ersan Montag mit diesem Erdhaufen versucht, den ganzen Pavillon mal anders zu gestalten, den Haupteingang mit Erde aus Anatolien zu verschütten, um dann sozusagen klarzumachen, man muss durch den Seiteneingang rein. Aber das ist nicht alles, sondern die deutschen Künstler haben das ganze Werk auch noch erweitert auf eine Insel vor Venedig, um einfach mal zu brechen mit diesem Konzept dieses Pavillons. Das ist ganz interessant. Und auf dieser Insel, da ist also ein Klangkunstwerk zu hören. Da kann man sich auch mal so ein bisschen den Kopf freimachen von diesem ganzen Trubel in Venedig und dieser Biennale. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Vielen Dank, Anja Müller, war das für uns in Venedig.